habe mich im Südwesten in der Nähe des Dorfs Salzbiss umgeschaut. Dort gibt es einen Ort mit Metallboden. Dahinter kann nichts Gutes stecken. Aufgepasst. Danke für die Warnung. Boot? Aus Metall? Könnte eine Brutstätte sein. Und wo eine Brutstätte ist, gibt es Maschinenüberbrückungen. Und hier leidet auch unter der Plage. Aber wir werden es heilen können. Sobald Gaia stark genug ist, ein Festes einzufangen.
Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Ist das die, für die ich sie halte? Milo, du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Doch nicht aus dem Staub, oder? Das verstaue ich für später. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Dann habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rutschlons. Die Retterin von Meridian. Milo ist meine neue Drossel. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge.
Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Dieser Mann, den du suchst, ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ach, ein andermal. Gut, Milou ist deine neue Drossel. Heißt das, dass ein Habicht jetzt mehr als eine haben kann? Die Dinge bei der Jägerloge haben sich geändert. Jetzt werden alle, die die besten Jäger werden wollen, aufgenommen. Egal von welchem Stamm. Keine Sorge. Bist noch meine Lieblingsdrossel. Du machst echt eine Menge Wirbel. Wie ich versprach, als ich Sonnenhabicht wurde. Und was Milou angeht? Sie will die Jagd lernen, um ihrem maroden Clan zu helfen. Wie könnte ich das abschlagen? Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amadis gefunden habe. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milou und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen, ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. Dieses Schlachtfeld... Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat? Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch da kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge, wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nicht. Edelstein. Irgendwie lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch.
Sehen wir uns das mal an. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Karja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Galana, ich glaube, ich habe hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Draußen. Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Lass mich raten, ihr seid nachts. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Keine Angst. Ich bin kein Karja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Ein Karja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Karja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenaktkerker oder Karja-Friedhof, je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenaktgebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osaram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Heil da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel.
Die brauche ich ganz sicher noch.